Sie überlegen dieses Jahr den Urlaub in Österreich zu verbringen und vielleicht Ihre Fahrräder und E-Bikes mitzunehmen. Schauen wir uns gemeinsam an, das Produkt von XLC, den klappbaren Heckträger, was Ihnen der für Vorteile bietet und was zu achten ist, eventuell wie man ihn erweitern kann und seine ganzen Eckdaten. Bleiben Sie dran! Willkommen zurück, Florian Woracek hier aus dem Fahrradgeschäft Red Place in der St. Pölten Innenstadt. Wir sind spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen und heute geht es um den klappbaren Heckgepäckträger, um den Kupplungsträger von XLC. Und zwar, das Modell ist mit LED ausgestattet, ein tolles Werk. Wir benutzen das übrigens selbst in unseren Firmen-Pkw. Früher hatten wir einen Thule. Und nichts gegen Thule, gibt auch andere gute Marken. Der war halt von Haus aus immer groß und fertig. Das heißt, du hast es schon sehr schwer getan, dass du ihn irgendwo raustragst. Das ganze Werkel ist übrigens nicht sehr leicht. Also auch dieser hat 16 Kilo. Nur ich kann ihn halt gut nehmen und bei uns liegt er halt immer im Kofferraum drinnen. Ich grabe ihn einfach nach unten und der Vorteil ist, ich bin im Prinzip schon einsatzbereit. Der Vorteil ist vorher noch, wenn ich ihn so habe und ich stelle ihn auf den Kupplungsträger drauf, dann spanne ich mit dieser Vorrichtung die Kupplung, rastet ein, das heißt, es geht sehr leicht. So nehme ich ihn wieder runter, steht auch sehr, sehr gut. Und das andere ist, ich komme sehr gut zum Stecker dazu. Das heißt, wenn ich nämlich sonst, müsste ich immer fitzeln zum Stecker, zum Kupplungsstecker von der Anhängerkupplung, komme ich schlecht dazu, also von der Steckdose, wenn das so ist. Ne? Und durch das, dass der geklappt ist, ist das sehr eine gute Geschichte. Wie gesagt, XLC ist sehr handlich. Hat LEDs, das heißt, die Lampen werden voraussichtlich nicht kaputt, weil es LEDs ist. Das darf also rüber. Und der Riesenvorteil ist bei dieser XLC-Geschichte erstens natürlich der Preis. Und da kann ich diese Schienen verschieben. Weil die meisten, die was man zum Kaufen kriegt, die was jetzt sehr klein sind, die Heckträger, die sind für 29 Zoll Räder oder für normale Trekkingräder ist der Radstand hier von standardmäßig zu kurz. Und die Räder hängen dann quasi nach unten, also das vorher unbedingt probieren, je nachdem was Sie für ein Rad haben, das heißt das ist für die gängigen Räder, also KTM, Makina, auch die Fullies, ist das die Wahl der Dinge. Wir haben auch eine Möglichkeit, hier noch ein drittes Fahrrad zu erweitern, das heißt so haben wir ungefähr 60 Kilo Traglast. Wir haben noch die Möglichkeit hier ein drittes Fahrrad drauf, da kommt dann noch eine dritte Schiene dazu, die ist ein bisschen erhöht. Das heißt, man sieht es am Bild, die kommt dann hinten drauf. Ich zeige es noch einmal ein Bild her, dann mache ich noch mal ein Foto. Und ich kann auch hier ein drittes Rad, meistens ist das ein Kinderrad, also drei E-Bikes wird sich nicht ausgehen, da wird das Ganze zu schwer werden. Man kann natürlich immer beim E-Bike auch den Akku rausnehmen, damit es leichter wird. Zum Heckträger übrigens, den brauchen Sie nicht anmelden. Sie sehen zwar, hier ist eine Tafel oben, ein rotes Tafel. Im Prinzip kriegen Sie das um 9 oder 10 Euro, bestellen Sie bei Ihrer Zulassungsstelle und bekommen dasselbe in Österreich, Deutschland weiß ich nicht, bekommen dasselbe Tafel, was hinten am Pkw drauf ist. Sie müssen das aber auch gar nicht machen. Sie können auch das Pkw-Tafel nach hinten geben und können das so verwenden. Das heißt, es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie sich da ein separates Tafel anmelden. Es ist durch das, dass nichts kostet, natürlich auch keine weiteren Versicherungskosten hat, ist natürlich praktisch, wenn ich da ein Tafel drauf habe und wenn ich den Heckträger brauche, dann nehme ich ihn und bin schon zu einsatzbereit. Bei uns ist natürlich so, dass die Auslieferungen, speziell wo die Krise war, haben wir natürlich mehr Auslieferungen und Zustellungen gehabt, Reparaturabholungen, da hat sich das schon bewährt gemacht und deswegen ist er bei uns immer im Kofferraum drinnen und so funktioniert. Pickel brauchen wir auch keines machen, ist kein Anhänger, also eine wirklich lohnende Geschichte, wenn man mit dem Fahrrad in Urlaub fahren will und wenn ich dann normal mit dem Pkw fahren will, dann stelle ich mir einfach ins Zimmer oder lasse im Dings drinnen. Diese Teile, die Spanner gibt es natürlich auch alle neu, muss man ein bisschen drauf kommen, wie man welches Rad zuerst stellt, wo man die Pedale hinstellt, das ist ein bisschen Übungssache, das ist schwierig hier zu erklären. Also rund Traglast 60 Kilo, 16 Kilo hat der Heckträger. Klappbare Geschichte, ist wirklich toll, also unbedingt zu empfehlen. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Wir haben halt XLC, das heißt ungefähr bewegt sich das bei 55 oder 600 Euro. Jetzt ungefähr die Erweiterung kommt dann auch nochmal mit 70, 100 Euro dazu. Das heißt, und man kann das Rad wirklich toll nutzen und man kann in Urlaub fahren, man kann 30, 40 Kilometer oder weiter fahren, bis 130 km/h ist zugelassen, das heißt man kann ganz normal fahren, wenn Sie das einmal im Heck hinten drauf haben, durch das, dass ja das Auto den Windschutz übernimmt, spüren Sie die Räder überhaupt nicht.
Mein Name ist Florian Woracek. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn noch Fragen offen sind, haben Sie auch einen Heckträger? Oder schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Oder haben Sie lieber den Heckträger auf der Heckklappe oben? Oder fahren Sie mit einem eigenen Fahrradanhänger? Oder kommt das für Sie gar nicht in Frage, hier das Fahrrad mitzutransportieren? Ich freue mich auf Ihren Kommentar. Für Beratungen natürlich gerne zu uns ins Fahrradgeschäft in der St. Pöltener Innenstadt. Red Blades, Wiener Straße 45. Wenn es ums E-Bike kaufen geht, das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Träger, Heckträger haben, aber noch kein E-Bike, dann machen wir uns gerne einen Termin aus. Dauert meistens zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Wir haben auch ein Terminvereinbarungstool. Schauen Sie mal da vorbei oder rufen Sie uns gerne an, machen wir einen Termin aus. Und die E-Bikes, die derzeit auf Lager sind, finden Sie unter www.redblades.at/hose-runter-shop. Da können Sie sich mal vorinformieren. Und wenn Sie sich noch tiefer und detaillierter informieren wollen, gibt es unser kostenloses E-Book 40 essentielle Tipps beim E-Bike-Kauf. Das können Sie kostenlos runterladen auf unserer Homepage und dann einmal reinlesen. Rund 70 Seiten, 55 Abbildungen, was für Sie entscheidend ist. Mir bleibt noch zu sagen, einen schönen Urlaub, einen schönen Sommerurlaub oder Herbsturlaub, je nachdem wann Sie, oder Winterurlaub, je nachdem wann Sie das Video sehen. Daumen nach oben, freue mich natürlich sehr. Danke dafür, Ihr Florian Woracek.